Das folgende Video beinhaltet mal den legendären Cornflakes-Zählen-Ausraster von Jan Löhmanns-Röben. Ja, ich denke mal, jeder kennt ihn, jeder feiert ihn auch irgendwie. Aber komischerweise gibt es da immer nur diese Memes und Best-ofs, aber keine fundierte, analysierte Reaction. Also werde ich das jetzt übernehmen. Dann schauen wir mal in diesen Cornflakes-Zählen-Ausraster von Jan Löhmanns-Röben rein. Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne es natürlich schon, aber werden wir den ganzen Ausraster mal fundiert analysieren. Jan Löhmanns-Röben, es gibt aus lauterer Sicht nur eine Szene über dies, oder, naja, nee, zwei. Ja, also es gibt halt so eine Szene, über irgendwas, was aus der Sicht von Kaiserslautern unfair beurteilt wurde, und darüber regt sich Jan Löhmanns-Röben gerade auf. Es sind aber eine, die vor allem Sie ganz genau betrifft, über die zu diskutieren ist. Mit Florian Dick haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Gästetrainer Joe. Ja, offensichtlich hat sich Florian Dick mehr im Griff gehabt, und Joe Enox, ja, hatte sich auch mehr oder weniger, ja. Es war ja etwas, was eher dann für, es war ja das Spiel zwischen Kaiserslautern und Zwickau. Werden wir mal weiter gucken. Auch Ihnen zeigen wir nochmal die Szene, die zur Elfmeterentscheidung geführt hat, und dann würde mich... Ja, das ist die Szene, die zur Elfmeterentscheidung geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich diese Szene überhaupt zeigen darf. Ja, aber, sag ich mal, Bern, und das ist natürlich so eine Szene, wenn man auch diese Szene mal analysiert, kritisch. Würde es einfach mal als kritisch beurteilen. Ob eine Elfmeterentscheidung da rechtmäßig war, weiß ich nicht. Interessieren, wenn der Monitor dann richtig steht, was Sie dazu sagen. Hier sehen wir es gleich nochmal ganz genau. Ja, also, wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Ja, also jetzt geht's los. Also wenn das kein V-Spiel ist, also er sagt irgendwie, dass man das V-Spiel nicht gesehen hat. Ja. Ja, fehlen mir ein bisschen die Worte. Also ihm fehlen einfach die Worte, und er richtet sich einfach mal auf. Man muss sagen, Jan Löhmanns-Röben ist einfach ein Mentalitätsspieler, von dem auch gerne mal die Emotionen hochkochen, und ja, das sieht man hier ganz klar. Also man sieht, dass seine Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und... Also, nee, also wenn das... Jetzt kommt es. Warte. Schiri, ich weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zählen gehen? Ja, das waren einfach die 2 Sekunden, die am Ende musste sogar Jan Löhmanns-Röben dafür eine Strafe bezahlen, für diesen Kommentar. Aber der ist nun wirklich hier passend. Aber irgendwie wurde das ja dann aus der Vereinskasse beglichen. Also irgendwas war da. Aber da vorne haben wir eine Szene ganz klar, 11 Meter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert... Ja, also diese Szene, ganz geil. Das gar nicht. Und wenn man das sieht, ey. Ja, platzt mir die Krawatte. Ja, ihm platzt jetzt auch noch die Krawatte. Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg? Betrogen? Ja, fühlt sich betrogen. Er spielt hier ein super Spiel. Ob das Spiel so super war, das sei mal dahingestellt, nun wirklich. Also, Löhmanns-Röben leidet auch gerne mal an Selbstüberschätzung. Ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen. Ja. Jetzt geht's weiter. Was soll er jetzt als nächstes machen? Soll er erstmal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ja, das ist durchaus eine Frechheit. Also da muss man Löhmanns-Röben an der Stelle rechnen. Ich könnte mir vorstellen, auch Sie schlafen heute Nacht schlecht, oder? Ja, nö, warum sollte er schlecht schlafen? Er leidet doch immer an einer ordentlichen Portion Selbstüberschätzung, und ja, dann schläft man doch gut. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ja, Kaiserslautern hat sich nichts vorzuwerfen, ja sicher. Ja, natürlich, aber genau deswegen. Ja, na klar, es ist Frust, aber wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja, gut, liegt im Auge des Betrachters. Die Mannschaft zeigt eine Reaktion, wir waren... Ja, wir müssen eine Reaktion zeigen. Grüße gehen an Gamer Brother und David Wagner raus an der Stelle. Wir waren ganz klar besser. Torschancen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, klar dominiert. Dann sieht man Zwickau, das ist nichts mit Fußball, die haben... Ja, Zwickau, das ist nichts mit Fußball. Die sind zwar inzwischen, stehen die deutlich besser da, als Kaiserslautern es tut, aber das ist ja halt die Entwicklung der letzten Jahre gewesen. 5 Funktürme da reingehauen, hatten trotzdem... Ja, wieder, das ist wieder, da richtet sich wieder auf, weil die nochmal ihre Chancen verwerten können. Das ist Chancenverwertung, Leute. Trotzdem keine Chancen, und durch so eine Sache ergaunern die sich einen Punkt. Bodenlos. Dankeschön. Ja, bodenlos, ja. Das ist echt lustig, das Interview. Ich würde sagen, ein bisschen